Sarah auch. Ich möchte mit diesem Video ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe ein kleines schlechtes Gewissen gegenüber den San Diego Studios, weil ich in den Wochen vor dem Release so ein bisschen über die Mini-Seasons geflucht habe. Weil warum sind es nur 3 Innings? Warum könnte es nicht länger sein? Baseball ist ein taktischer Sport, bla 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 bla. So, und finde ich dann irgendwie nicht gut. So, jetzt habe ich ein wenig verbracht in den Mini-Seasons bei MLB The Show 24 und muss sagen, ja, da lest ihr das in der Mitte, es ist weiter nur ein 3-Inning-Spiel, so wie wir es kennen. Aber ich muss sagen, mal ganz ehrlich, wie kann man es besser machen als das, was die San Diego Studios da schon im letzten Jahr geleistet haben und auch jetzt wieder in diesem Jahr leisten. Ich wertschätze das jetzt deutlich mehr und habe da auch echt mehr meinen Spaß. Es gibt ja im Laufe des Jahres unterschiedlichste Mini-Seasons. Es gibt jetzt hier eins nur für diese Season 1, das mache ich aber nicht, sondern es gibt immer, so war es bei MLB The Show 23 und so wird es auch bei MLB The Show 24 mit Sicherheit geben, immer diesen Classic-Mode. Ja, da kannst du jede Karte einsetzen. Du musst nicht Season-1-Karten oder Season-2-Karten oder wie auch immer einsetzen. Du kannst jede Karte einsetzen. So, und das spiele ich gerade wirklich mit großer Begeisterung. Meine Kritik bleibt, ich hätte es geiler gefunden, wenn es 9 Innings wären. Aber ansonsten, von diesem einen einzigen Punkt abgesehen, ist das eigentlich geil gemacht. Guck mal hier, ich habe bisher 8 Spiele gespielt und ich sehe jetzt hier, ich habe 5-3 ist mein Rekord, 5 Siege, 3 Niederlagen. Ich bin 0,5 Spiele hinter dem Führenden der Liga. Die Liga besteht ja aus 8 Teams und man spielt gegen jedes Team 4-mal, 2-mal zu Hause, 2-mal auswärts. So, und mein Team overall ist 81 und jetzt mein nächster Gegner, der kommt aus Tokio, die Tokyo Kaiju. Die sind aktuell in der Tabelle auf Platz 8. Das sieht man ja in diesem kleinen Fenster. Haben einmal gewonnen, 6-mal verloren. Und ihr seht bei City links, da ist Platz 3. Also da sieht man ja auch schon den Tabellenplatz. Ne? Und Tokyo Kaiju sind 4 Spiele hinter dem Liga-Führenden. Und wenn man dann R1 drückt, dann kommt man auch sofort auf diese Tabelle. Und da sieht man alle wichtigen Statistiken. Man sieht die Cairo Cats 4-mal gewonnen, 1-mal verloren. London Lords 5-mal gewonnen, 2-mal verloren. Haben eine Average, also die Cairo Cats von 80%, also sie haben 80% ihrer Spiele gewonnen. Die London Lords haben 71% ihrer Spiele gewonnen. Ihr seht das da in der Mitte, ne? Und hier mein Team New York City hat 62% seiner Spiele gewonnen. Und aktuell meine Streak, also ne, die letzten beiden Spiele habe ich beide gewonnen und die über mir haben sogar ihre letzten 3 Spiele gewonnen. Und man sieht dann auch, gegen wen spielen die Teams denn als nächstes. Und jetzt gucken wir mal ganz nach unten. Tokyo Kaiju, mein nächster Gegner. 1 Spiel gewonnen, 6 Spiele verloren, nur 14% damit ihrer Spiele gewonnen, haben die letzten 3 Spiele verloren und spielen jetzt gegen City. Das ist richtig. Dann haben wir hier die League-Statistiken. Die sind allerdings zu vernachlässigen. Ich hoffe, da wird es nochmal ein Patch geben, denn ich habe schon gegen Leute gespielt, da hat der Pitcher angeblich schon 40 Innings gespielt oder so. Also irgendwie scheint im Hintergrund, scheinen die Computergegner 9 Innings-Spiele zu spielen und nicht 3 Innings-Spiele. Insofern ein bisschen Quatsch, kann man dann vergessen. Aber vom Sinn her ist das ja eigentlich total nett, ne? Dass man sagt, welche Spieler sind jetzt zum Beispiel momentan am erfolgreichsten. Da sieht man auf Platz 1 Jackie Robinson von Lima, also von dem Team, welches aktuell auf Platz 6 ist, Lima Lemurs, ne? Auf Platz 6. So, der ist momentan am besten, denn 50%, wann immer er einen Schlag geht, kommt er auch ans erste Base. Und jetzt gucken wir mal in der Mitte auf Platz 3. Da ist nochmal Jackie Robinson, die gleiche Karte, aber mein Logo ist da zu sehen, New York City. Und ich komme mit ihm 41% mindestens ans erste Base. Und so geht es dann immer weiter. Welcher Pitcher hat bisher wie viel Runs zugelassen? Da gibt es natürlich diverse, die gar keine Runs bisher zugelassen haben. Hier 4 meiner Pitcher haben bisher keine Runs zugelassen. Dann die OPS, das erkläre ich ja
besonders intensiv in meinem Baseball-Verstehen-Video, wenn es um Statistiken und Scoreboard geht. Naja, guckt euch mal an, der Jackie Robinson von den Lemuren, der hat, der ist bei 1651. Unfassbar. Und mein Jackie Robinson auf Platz 5 ist auch nochmal bei 1212. Dann, wer hat wie viel Home Runs geschlagen? Dann, wer hat wie viele Strikeouts geworfen? Hier seht ihr es zum Beispiel, ne? Bei den London Lords, der Jacob Mizorowski hat 59 Strikeouts geworfen. Das ist völlig unmöglich, denn die London Lords, jetzt gucke ich mal gleich, die haben ja noch gar nicht so viele Spiele gespielt. Der kann ja beim 3-Inning-Spiel gar nicht 59 Spiele überhaupt geworfen haben. Also da merkt man, da ist die Statistik noch ein bisschen fail. Ist am Ende auch nicht ganz so spannend, aber ich finde, es ist dennoch liebevoll gemacht. Ne? Wer hat wie viel Saves nach Hause gebracht? Ne? Ich hier mit Evan Phillips habe ich 2 Saves schon mal nach Hause gebracht. Der ist momentan auf Platz 3. Und dann, wer ist der wichtigste Spieler aktuell in dieser Global Baseball League? Und wer ist der beste Pitcher in der Global Baseball League? Also ich finde, das ist doch unglaublich gut gemacht mit diesen Statistiken. Also es ist echt liebevoll. Nur die Statistiken selbst kann sie momentan halt ein Stück weit vergessen, weil sie halt noch nicht stimmen. Ich hoffe, da wird noch mal ein Patch nachgelegt. Ja, und dann gibt es ja auch immer Goals, was kann man erreichen kann. Ihr seht zum Beispiel hier ganz links, gewinn 8 Spiele, ne, und bisher habe ich 5 gewonnen. Und ihr seht unten, ne, 5 von 8 Zielen habe ich schon geschafft. Also mir fehlen noch 3 und dann kriege ich 1500 XP, ich kriege 300 Subs und ich kriege noch so ein Pack. So, und so könnt ihr dann immer sehen, nicht nur Win 8 Games, 13 Games, 18 Games, 23 Games, sondern hier zum Beispiel Schlag 40 Hits. Ja, und ich habe bisher 23 Hits geschlagen. Oder schaffe 20 Home Runs. Davon habe ich leider erst 3 geschafft. Und so weiter und so fort. Und dann seht ihr auch ganz hinten, ne, ich habe hier zum Beispiel 30 Strikeouts schon geworfen insgesamt und habe 3 Spiele bisher gewonnen. Logisch, ich habe ja insgesamt 5 gewonnen. So, und deswegen habe ich dann auch schon diese Preise bekommen. Also, man sieht, gegen wen man wie spielt, also wie ist, ne? Man kann auch hier nochmal die letzten Spiele sich angucken und auch die nächsten Spiele kann man sich angucken. Also das alles ist gut gemacht. Dann sieht man die Standings, man sieht die Statistiken. Wie gesagt, mit dem Patch wird das nochmal geiler und man sieht seine Ziele. Was will man mehr? Kann ich euch sagen, was man mehr will? Indem wir zum Beispiel mal ins nächste Spiel reingehen. Denn wenn man jetzt hier raufklickt, dann werden die meisten von euch, so habe ich es zumindest gemacht, immer gleich auf Play Game gehen. Aber guckt euch mal an, wenn ihr mit dem Digi-Kreuz nach unten geht, dann seht ihr so ein bisschen die Historie dieses Spiels. Dann seht ihr, overall haben sie einen Wert von 79, bei Contact sind sie 70, Power nur 63, Speed 59, Defense sind sie aber nicht schlecht mit 71 und auch Pitching ist nicht schlecht. Mit 72, wie ist denn ihre Betting Order? Also auf wen kann ich mich gleich einstellen? Das wird sehr wahrscheinlich ihre Betting Order sein. Hey, die haben Anthony Volpe, cool. Und das sind ihre Starting-Pitcher, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, gegen welchen dieser Starting-Pitcher ich jetzt spiele, wer jetzt in der Rotation gerade dran ist. Aber du kriegst ja noch ganz viel Information zum Team. Das finde ich halt auch richtig, richtig gut. Stellt euch das mal vor, das würde es geben bei irgendwie einem anderen Spiel, bei FC 24 oder bei NHL oder bei NBA 2K, dass man mit seinem Ultimate Team oder My Team Modus oder wie das bei NBA heißt. Stell dir mal vor, man hätte so etwas, dass man sagt, man spielt eine eigene kleine Saison für sich. Ganz ehrlich, liebe Freunde, ich finde, das ist perfekt. Das Einzige, was mich stört, ist die Anzahl der Innings und darauf habe ich mich immer fokussiert in meiner Kritik. Aber jetzt muss ich sagen, ja, ich werde mal ruhiger. Ja, die Kritik bleibt, aber alles andere ist ja mal richtig geil. Und es ist auch zeitgemäß. Wir gehen jetzt einfach mal rein ins Spiel. Man wird ja mal gefragt, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Ich spiele in dieser Saison All-Star. Und ihr seht, mit 5-3 ist das bei mir ja auch ganz, ganz blau, das so zu machen, weil es ist nicht einfach für mich zu gewinnen, aber ich habe auch die Chance zu gewinnen. Insofern alles gut. So, und jetzt guckt euch mal an. Gut, das haben wir dann hier immer noch das Gleiche. Warte mal, ich nehme jetzt mal meinen schwächsten Starting-Pitcher. Mit dem habe ich noch gar nicht gespielt.
hier wechsle ich einmal etwas in der Line-Up, aber ansonsten gehe ich mal rein und jetzt guckt euch mal an, wie das präsentiert wird, wobei ich kenne dieses Stadion jetzt noch nicht, Tokio, weiß ich nicht, wie das aussieht, aber guckt euch gleich mal auch die Statistiken und so an, das ist echt cool. Kaiju. Was immer das heißt. Was heißt Kaiju? Drachen vielleicht? Oder? Keine Ahnung. Gegen John Lilas geht es auf jeden Fall. Hatte jetzt auch nicht so den ganz großen Wert. Genau wie mein Starting Pitcher ja auch nicht. So, und da seht ihr schon meine richtigen Statistiken. Na, die wurden ja gerade eingeblendet unten rechts. Hoffentlich habt ihr sie gesehen. Und jetzt, wo ich 8 Spiele gespielt habe und jetzt im neunten Spiel bin, dann fangen natürlich auch an, wie im richtigen Leben, auch die Statistiken erst so langsam wirklich zu greifen. Ne? Also so ein Chase Utley, mit dem habe ich schon 2 Home Runs geschlagen. Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt 3. Ich glaube, 2-mal Chase Utley, einmal Jackie Robinson hier, Randy Rosarena funktioniert noch nicht so gut. Den habe ich jetzt mal nach vorne geholt. Damit er ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommt. Denn ihr wisst ja, je höher man steht in der Lineup, desto besser. Da seht ihr das. Das ist bisher noch keine gute Saison von Randy Rosarena. Und OPS, ich lache mich echt kaputt, dass sie das als statistischen Wert jetzt zeigen, weil ich das gerade in meinem Video Baseball verstehen halt vermutet habe. Da habe ich gesagt, es gibt hunderte und es gibt ja wirklich hunderte von Statistiken. Und auf welche konzentriere ich mich mal, welche erkläre ich euch mal. Und tatsächlich OPS ist es geworden. Und das ist dann neben der Average dann immer das, was hier tatsächlich auch angezeigt wird. Das finde ich sehr lustig. Oh, der ist nicht schlecht. Chase Utley. Gut. Run auf 1 und 3. Guter Start. Ich wollte euch, wenn ich ans Pitchen gehe, noch was zeigen. Solange lasse ich das Video jetzt hier noch laufen. Oh, guck mal da hinten. Der Godzilla. Cool. Und Randy Rosarena in die mal nach vorne geholt und schon hat es ihn beflügelt. Schon sagte er, ey, na, und unten rechts, Win Experience, 80-20. Also jetzt kommt Jackie. Oh, der war nicht gut. Der war nicht gut. Doch, der war gut. Das ist ja geil. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Bellinger, ja geil. Jackie Robinson hat den ersten RBI. Das war cool, denn Chase Utley ist nach Hause gelaufen. Ah, haben wir jetzt keine Wiederholungsmöglichkeit. Schade, aber ich hätte gedacht, der Ball wird direkt gefangen. Deswegen sagte ich erst Mist, aber der Ball droppte halt, was ich im Real Life auch viel so geil finde. Der droppt da halt zwischen dem Infield und dem Outfield. Ach, herrlich ist das. So, also Chase Utley schon wieder zu Hause, deswegen haben wir einen Punkt. Und noch kein Out. Und Byron Buxton, der kann ja hier schon gleich alles klar machen. Jetzt mal einen schönen Home Run, dann würden wir 4-0 führen und beim 3-Inning-Spiel ist das eigentlich schon die halbe Miete. So, ich lasse jetzt Jackie Robinson einfach mal versuchen, Base zu stehlen. Denke ich, kann mir das erlauben. Ah, macht er gar nicht, so wie ich es wollte. Jetzt wird er es machen. Jetzt stehlt er. Sehr schön. Jackie Robinson, schon sein drittes Stolen Base in dieser jungen Saison.
Wobei neuntes Spiel bei 28 ist ja jetzt schon Drittel eigentlich gespielt. So, Runner auf 2 und 3. Und Byron Buxton lässt Jordan Lyles ganz schön arbeiten. Ja, die Energie lässt auch schon nach. Und Full Count. Und Nolan Jones, der hat, glaube ich, eine sehr gute Average. Guck mal, Byron Buxton hat nur eine Average von 111, also von 11%. Das ist ganz schwach. Aber Byron Buxton lässt sich mal schön walken. Und damit... Oh, guck mal, oh, ey, ihr müsst immer unten rechts dann gucken. Ne? Unten rechts wurde gerade eingeschrieben, eingetragen, auch erster Walk von Byron Buxton. Also die Statistiken sind wirklich fantastisch hier. Bei der Global Baseball League. Die Mini-Seasons würde ich auch nicht mehr Mini-Seasons heißen. Liebe Freunde von den San Diego Studios, nennt sie gleich Global Baseball League, weil das klingt ja auch schon geiler als Mini-Seasons. So, aufpassen jetzt. No ball, two strikes. Ja, Nolan Jones bleibt cool. Ach, da sehen wir es. Ein Average von 36%. Sehen wir unten rechts. Also der, mit dem bin ich gut im Spiel. Ah, das könnte ein Double Play werden. Ein Out. Aber Nolan Jones ist schnell genug. Und dadurch kam der Mann, der am dritten Base war, auch nach Hause. Und wir führen 2-0. Ja, das war wichtig. Auch das wieder etwas für Baseball-Liebhaber. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Möglichkeit, hier eine Wiederholung zu zeigen. Ja, jetzt kann man mal die Wiederholung zeigen. Das ist gut. So, weil hier kommt der Schlag. Der war natürlich für Nolan Jones nicht so gut. Aber guckt mal hier, Byron Buxton, der am ersten Base steht, der ist ja schnell. Der läuft los. Er sagt sich, ey, das könnte ein Double Play werden. Also werde ich jetzt nicht versuchen, hier am ersten Base den Runner auszumachen, weil der ist ja noch super weit weg. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Also werfe ich ganz schnell ans zweite Base. Und wenn der jetzt den Ball fängt und direkt wieder zurückwerfen würde zu dem, der ja jetzt schon ans erste Base rennt, dann wäre das auch ein Double Play. Aber das kann der hier am zweiten Base gar nicht machen, weil Byron Buxton, und das ist regelkonform, das darf man, halt auf das Base slidet, aber schon auch in Richtung des Spielers. Und deswegen muss der sich wegdrehen, so ein bisschen den Byron Buxton aus dem Weg gehen. Da, und durch diese Drehung verliert er Zeit und Nolan Jones, ihr seht es hier, ist auf dem Base, bevor der Ball rankommt. Und deswegen nur ein Aus. Byron Buxton ist zwar aus, klar, hier. Byron Buxton ist zwar aus, das ist richtig, weil der Ball wird ja auch jetzt gefangen und der Fuß berührt das Base. So, aber durch seinen Slide und durch den nicht ganz so präzisen Wurf hat Nolan Jones die Chance, nach Hause zu kommen. Also nicht nach Hause, sondern ins erste Base zu kommen. Oh, Hernandez, mit dem bin ich gut. Dem spiele ich richtig gut. Hier eine Average von 37, eine OPS von 1000. Ohne Home Run, eine OPS von 1000. Woohoo! Mit Teoscar Hernandez bin ich ziemlich gut in dieser Saison und da ist sein erster Home Run und ihr seid dabei. Was ist denn hier los, Freunde? Ich wollte euch doch eigentlich nur etwas zur Mini-Seasons oder zur, genauer gesagt, wie ich finde, besser zur Global Baseball League etwas sagen. Und jetzt wollte ich euch ein ganz wenig Gameplay zeigen, aber ihr merkt, das Stadion ist ruhig, zu Recht, weil nämlich New York City jetzt mit 5-0 führt. Und die Drohne kommt überhaupt nicht hinterher.
Das war mal ein richtig guter Schlag. Würde mich nicht wundern, wenn der Pitcher ausgewechselt wird. Genau so ist es. So, also der Starting Pitcher war alles sehr unglücklich heute. Ja. 5 Punkte zugelassen, das ist natürlich schon eine klare Vorentscheidung. Ah, und den habe ich auch. Craig Kimbrell. Guck mal, wie der steht, wenn der gleich, bevor der loswirft. Der, wie so eine Krabbe stellt der sich hin. Ganz, ganz merkwürdiger Typ. Da, guck mal. Merkwürdig, ne? Ist aber nur am Anfang so. Werfen tut er nachher ganz normal, wie jeder andere auch. Aber es ist auch interessant, dass der schon einen gelben Balken hat in der Energie. Das bedeutet, der wurde nur ganz, ganz, ganz kurz warm geworden. So, hier haben wir Roberto Clemente, den ich ein bisschen nach hinten beordert habe. Und damit das dritte Out und jetzt der Seitenwechsel. Aber wir gucken uns natürlich nochmal den Home Run von Hernandez an. Und dann zeige ich euch noch etwas, was mir auch sehr gut gefällt. Na, ich kann es immer nur betonen, ja, es ist nicht alles geil natürlich. Und meine Kritik, die ich auch im Podcast gesagt habe bezüglich den San Diego Studios und bezüglich dieses Spiels, die bleibt auch. Aber nichtsdestotrotz sieht man aber auch die DNA dieser Studios und die packen halt immer viel Liebe ins Spiel. Und mit ein Jahr Verzögerung haben sie jetzt auch die beiden neuen Regeln, die 2023 in die MLB gekommen sind, haben sie jetzt hier endlich umgesetzt. Als ich mal online ich habe bisher zwei Spiele ranked gespielt, kannst du aber vergessen, habe ich haushoch verloren, weil ich einfach auch ganz schlechte Pitcher habe. Und die ganzen Superhelden jetzt gerade unterwegs sind. Das ist nicht so meine Welt. Aber da komischerweise gab es keine Pitching Clock. Hier gibt es jetzt aber eine Pitching Clock. Ja, also die Pitcher sind ja seit der letzten Saison angehalten, innerhalb eines ganz bestimmten Zeitraums zu werfen. Ja, also wenn ein neuer Spieler kommt, hast du 30 Sekunden. Wenn du jetzt einen Spieler mit demselben Spieler wirfst, hast du, glaube ich, 18 Sekunden oder so. Also da gibt es ja immer so ein paar Sekundenregeln. So, und passt jetzt mal auf, ich jetzt ganz absichtlich werde ich jetzt 2-3 Mal nicht sofort pitchen. Und dann seht ihr unten rechts eine Pitching Clock. Und vielleicht lasse ich die auch mal auslaufen, weil dann seht ihr, dann kriegt der Gegner einen Ball, wenn man da nicht drauf aufpasst. Lass uns mal gucken. Unten rechts jetzt gucken bei meinem Pitcher. Da, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Na? So, und so wie man dann pitcht, ist die Uhr dann weg. Das ist dann in Real Life auch so. So, jetzt lasse ich sie einfach mal laufen. Ich tue jetzt mal so, als ob ich nicht werfe. Was heißt, ich tue, also ich werfe jetzt mal nicht. Dann guckt jetzt mal gleich, wenn die Uhr runter ist, auf den Schiedsrichter. Halt! Genau, Pitch Clock Violation hier, du hast zu spät, es dauerte zu lange und dadurch kriegt der Gegner einen Punkt. Und mal ganz ehrlich, liebe San Diego Studios, das müsstet ihr doch auch im Online-Spiel machen, wie geil wäre das denn bitte? Also ich finde, da müsste das auch sein. Vielleicht ist das eine Einstellungssache, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe einfach 2 Mal nur Ranked gespielt. Und da war es definitiv nicht, da habe ich auch drauf geachtet. Aber das wäre natürlich schön und würde ja auch Sinn machen, gerade in Online-Spielen. Ne? Ja, also ich muss sagen, dafür, dass ich
im Podcast, in meinem Video, immer wieder, also immer, wenn man mich drauf angesprochen hat, auch auf meinem Discord, immer, wenn ich so ein bisschen die Mini-Seasons kritisiert habe, ach nee, das geht ja nur 3 Innings lang und das ist doch doof und ich will mehr Taktik haben und Starting-Pitcher und Relief-Pitcher und das will ich alles, dass sich das echt anfühlt. Da muss ich sagen, ja, das bleibt natürlich dabei. Diese Global Baseball League mit 9 Innings wäre ein 100% Traum für mich. Ich glaube, dann würde ich kaum was anderes spielen, weil ich das als jemand, der sehr gerne Singleplayer spielt, also mega, ne, mit einem Kartenspiel, so eine Song. Stell dir mal vor, das würde es bei FC geben. Das würde ich so feiern. Mich holt das halt überhaupt nicht ab, wenn ich als Singleplayer bei FC unterwegs bin. Ja, und dann pro Sieg kriegst du so und so viele Punkte und dann kriegst du einmal die Woche dann irgendwelche Packs. Das ist so lieblos. Hier habe ich eine Tabelle, hier habe ich Statistiken, die mir meine Statistiken und auch die des Gegners, die mir genau sagen, wie weit bin ich. Ne? So. Und übrigens, weil es jetzt hier vielleicht auch ganz gut ist, auch das ist ja eine neue Regel, auch die ist drin. Wenn man das Gefühl hat, dass jemand, der am Base ist, versucht, einen Base zu stehlen, dann darf man den nur 2-mal zurückhalten. Ja. One remaining. Ja. Wenn ich jetzt denke, oh, der will klauen, der will klauen, der will klauen, der will klauen, ich mache das jetzt einfach mal für euch. Ich führe ja auf 5-0. So, dann steht da non-remaining. Das darf man nicht nochmal machen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was passiert denn, wenn man das doch nochmal macht? Dann heißt es, nee, das durftet ihr nicht und er darf gleich im Base weitergehen, nämlich jetzt ans dritte Base. Ja, das ist in Real Life so und das ist jetzt auch hier drin. Ich denke mal, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich gehe sehr stark davon aus, das wird im Franchise-Mode natürlich drin sein, wenn man Franchise spielt. Aber es ist halt auch hier in der Global Baseball League, also in diesen Mini-Seasons. Und ich finde das super. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich in diesem Jahr dramatisch mehr diese Mini-Season spiele, diese Global Baseball League. Weil ich finde, da steckt doch super. Also, nein. Meine Motivation, dieses Video zu machen, ist eigentlich sogar dieses jetzt, was ich euch jetzt sage. Ich finde, das ist mit Abstand der beste Modus in einem Kartenspiel. Also, ne, Ultimate Team, My Team, Diamond Dynasty, egal von welchem Sportspiel. Das ist mit Abstand das beste Singleplayer-Erlebnis in einem Kartenspiel. Echt geil. Und hier der einzige Kritikpunkt sind die 3 Innings, aber dann fuck you, oder? Dann muss man auch, Entschuldigung, da muss man auch sagen, hups, ja, dann ist das halt so. Ist doch egal. Ja, das wäre dann perfekt. Also, keine 100 Punkte, aber ey, 95 Punkte, weil es ist einfach super geil. Und das wollte ich euch zeigen und bedanke mich jetzt hier für euer Interesse. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön und tschüssi aus Tokio.